Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Heute in meinem, tada, vollständigen Mülloutfit. Das ist großartig, ganz großartig, alles aus dem Müll gezogen. So, warum? Na ja, wir finden halt keine Anstellung, das wissen wir ja. Warum finden wir keine Anstellung? Weil wir nicht gleich sind. Weil die Voraussetzung ist immer, um angestellt zu werden, gleich zu sein wie die Person, die dich anstellt, weil keine Person wird jemanden einstellen, der nicht so ist wie er selbst, weil dann kann man nicht im Team arbeiten, dann ist man nicht teamfähig. So, und dann fragt man sich natürlich, was sind die Einstellungskriterien auf der Leistungslatte, wenn es darum geht, gemocht zu werden? Naja, Leistung kann es nicht sein. Oder muss es nicht sein? Sagen wir es mal so, Leistung muss es nicht sein. Es gibt nämlich eine viel, viel andere wichtige Eigenschaft und die nutzen Frauen, um gemocht zu werden. Ich sage mal, es gibt drei gute Gründe, eine Frau einzustellen. Ein Grund davon trifft auf mich nicht zu und deswegen bin ich eben nicht einstellungsfähig. Die drei guten Gründe, das war schon verschaltet. Die drei guten Gründe, um mich eine Person einzustellen, wenn sie weiblich ist, sind die linke und die rechte Brust und die Mumu. Und ich habe zwar zwei sehr schöne Brüste, aber mir fehlt die Mumu und ich habe einen Penis. So, das klingt natürlich jetzt extrem sexistisch, aber wir reden ja erstmal nur über Frauen und wenn wir über Frauen reden, reden wir nur über Frauen. Bei Männern ist es halt ein bisschen schwierig, bei Männern gelten andere Einstellungskriterien, um gemocht zu werden, aber im Wesentlichen geht es immer darum, es zählt, ob du gemocht wirst und nicht, was du kannst. Das hat dann zur Folge, dass in der Firma möglicherweise auch Personen arbeiten, die gemocht werden, aber nichts können und die dann aber irgendwann auf der Leiter so weit aufsteigen, weil sie gemocht werden, beispielsweise weil sie bekannte Verwandte vom Chef sind oder ihr kennt ja den Spruch, die Frau vom Chef. Ne? So, also irgendwann kommt dann so eine Person an eine Stelle, wo Einstellungsentscheidungen getroffen werden und welche Entscheidungen werden dann natürlich getroffen? Naja, die Eigenschaft der Person ist, sie wird gemocht und kann nichts und wen stellt sie dann natürlich ein? Eine Person, die sie mag und sie mag dann Personen, die auch nichts können, weil stellt euch mal vor, eine Person würde jemand einstellen, der besser ist als sie selbst und dann wäre ja die Position in Gefahr. Logisch, oder? So. Warum also die Geschichte jetzt mit weiblicher Arbeitslogik? Ich befinde mich ja immer im Lernprozess und ich versuche ja Dinge zu verstehen. Insbesondere versuche ich immer noch das Rätsel aufzulösen, wie schaffe ich es, angestellt zu werden. So, dann muss man natürlich verstehen, wenn man Leute sieht, die angestellt sind, wie machen die das oder wie kommen die dann auf ihre Arbeit zurecht, sodass sie dann auch Geld verdienen. Und heute bin ich einen entscheidenden Schritt weitergekommen, wie Frauen in der Arbeitswelt weiterkommen. Mit weiblicher Arbeitslogik. Ich war mal wieder auf eBay Kleinanzeigen. Darauf gehe ich gleich ein. Aber ich will noch mal kurz ausholen, damit wir hier den feministischen Sexismus wieder in seiner ganzen Schönheit beobachten können. Weibliche Arbeitslogik der Steinzeit. Frauen wollten essen und wollten auch einen Anteil haben am Essen. Und wie funktioniert das? Naja, Variante Nummer 1, Frau geht auf die Jagd und fängt sich einen Bären. Aus verständlichen Gründen, ja, möglicherweise vielleicht nicht die erste Wahl. Also, was muss eine Frau dann machen, wenn sie nicht in der Lage ist, wenn sie es nicht kann? Na, ganz einfach, sie schickt jemanden anderes die Arbeit machen. Also, hey, Kevin. Ja, Schatzi. Ich will ein Bärensteak. Ja, Schatzi. Und dann geht der Kevin auf die Jagd und bringt einen Bär zurück und das ist die Leistung und danach beginnt die Frau die Leistung zu verwerten und aus dem Bären ein Steak zu machen. Das ist doch schön, oder? Es ist fast unerklärlich, warum ich auf zwei Beinen laufe. Aber das hat schon alles seinen Sinn und Zweck. Ich erkläre es dann weiter. Weibliche Arbeitslogik ist also die Arbeit nicht selber zu erledigen, sondern sie von anderen erledigen zu lassen, weil man es ja nicht kann, und danach die Ergebnisse zu verwerten, sodass man daraus selber dann gemocht wird. Weil da braucht man nicht drüber streiten, wenn eine Frau ein geiles, heißes Steak abends servieren kann. Das mag jeder Mann. Und dann zum Nachtisch noch ein bisschen Sahne kleppern und so, ne? Saugeile Sache. Da sagt kein Mann nein.
Also gemocht werden, fickbar sein und kochen können. An die Person, die dieses Videos, die Videos von mir sowieso immer irgendwie über WhatsApp und Facebook teilen. Das wäre doch jetzt was für die feministische Frauenvereinigung Saarland, oder? Okay, ja, aber was hat dieser ganze Scheiß damit zu tun mit weiblicher Arbeitslogik? Na nochmal, weibliche Arbeitslogik ist, man kann nichts, man lässt andere die Arbeit schaffen, verwertet die Ergebnisse und wird dann gemocht, weil es doll ist, was man da gemacht hat. Was hat das jetzt mit eBay Kleinanzeigen zu tun? Und mit mir? Gut. Ihr wisst ja, ich bin ein Leistungsträger und versuche Leistung zu bringen. Das heißt, ich arbeite mich in alles ein, muss alles können, kümmere mich um meinen eigenen Scheiß, versuche meine Entscheidungen zu treffen, versuche Leistung zu schöpfen für meinen Arbeitgeber. Und deswegen werde ich halt nicht gemocht, weil im Einstellungsgespräch sitzen dann halt genau diese Leute, die gemocht werden, aber ja, wie MySQL ist der beste Datenbankserver dieses Planeten. Mit welchen anderen Datenbankservern haben Sie denn schon gearbeitet? Ja, noch mit keinem. Kann ich daraus ableiten, dass Sie von keinem anderen Datenbankserver Ahnung haben? Ah ja? Kann ich daraus ableiten, dass Ihre Aussagen, dass das Beste ist, das ist, was Sie kennen und das, was Sie nicht kennen, alles scheiße ist, weil Sie es nicht kennen? Ja, so Leute hat man dann im Vorstellungsgespräch, die sind mir natürlich dann so in der PS-Leistungsskala ganz schön unterlegen und dann mögen die mich nicht. Und, ja. Aber Frauen haben es dann ein bisschen einfacher. Die kommen nämlich das Bewerbungsgespräch durch mit einem Lächeln und mit einem Ausschnitt. Können dann möglicherweise auch nichts. Und dann stehen sie da und dann haben sie ein Problem. Sie haben den Job. Tada! Also nicht so wie diese alte kackige Scheiße hier. Sondern die haben dann tatsächlich einen Job und werden dafür bezahlt zu arbeiten. Inhärente Problematik dieses Arbeitsverhältnisses, wenn man nichts kann, aber gemocht wird, ist, dass man jetzt, nachdem man dafür, dass man Geld bekommt, etwas tun soll, etwas tun muss und danach gemocht wird, wenn man es getan hat. Also ein Dilemma, Dilemma, Dilemma. Aber sie können es ja nicht tun. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer macht's denn dann? Und dann kommen wir wieder zu dieser gesamten Geschichte, wo ich gesagt habe, Bären und Steak und, na, und danach die Fixsahne, die das Sahnekleppern zum Abschluss. Schluss. Ach, das da ist so ein Desaster, das Video. Unglaublich, dass manche Frauen mich tatsächlich noch attraktiv finden. Unglaublich, oder? Ja. Aber worum geht's? Ich war heute in eBay. Also ich erkläre jetzt, warum dieser Beitrag. Ich war heute bald wieder in eBay Kleinanzeigen nach PHP-Jobs am Gucken. Und da war dann eine kleine Anzeige so. Oh, ich krieg Besuch. Ja, da geht der Schwanz hoch. Das ist geil. Hallo? Kommst du her? Du darfst ruhig kommen. Ich habe nichts gegen dich. Aber wenn er mag, kann er gern kommen. Ja, ich mache mal noch einen Beitrag zum Thema Hunde sind Sklaven. Ja. Also es ging darum, eBay Kleinanzeigen war eine kleine Anzeige, eine kleine Ausschreibung, 100-Euro-Bereich, also das sind so 3 Arbeitsstunden und so kleine Sachen suche ich halt, weil da habe ich kein großes Risiko, ich kann Workflow generieren und was weiß ich, damit ich mich einarbeiten kann, in wie man überhaupt mit solchen Leuten, das war mal vor 2-3 Monaten die Idee, die kann ich jetzt schon über Bord werfen, aber so kleine Sachen suche ich halt immer noch, mache halt die Augen auf, leicht zu erledigen, schnell zu erledigen, kein großes Risiko, halt die Idee. So, und dann habe ich halt das Ding angeschaut und dann hat die halt gesucht so eine API-Geschichte, wo man auf einer Google-API irgendwas macht, Bewertungen irgendwo eintragen. Ich gehe mal davon aus, dass es für eine Webseite war, bei der man Bewertungen für Locations abgeben kann. Das war, glaube ich, so die Idee. So, und dann habe ich gedacht, so, ah ja, okay, ja, vor kurzem die API angeguckt und dann habe ich mir gedacht, so, oh, im Prinzip nicht so kompliziert, aber ich brauche eine Customer-ID. Ich brauche meinen Google-Account und irgendwie hat da einiges gefehlt und ich habe mir das noch nicht genau angeguckt, was ich tatsächlich noch bräuchte, um überhaupt an dieser API rumspielen zu können. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, da stehen dann so 2 Anzeigen online, also rein Interesse halber. Ich habe schon gesehen, dass es eine Frau war und habe ich halt gedacht, okay, vielleicht verkauft sie noch ihre Schuhe. Hat sie nicht. Was hat sie gemacht? Sie hat noch eine Anzeige geschaltet gehabt und zwar in der drin stand, ich bin eine Werkstudentin angestellt, arbeite irgendwo als Werkstudentin. Meine Aufgabenfelder sind PHP-Entwicklung, Webseiten, Magento, bla bla bla, der ganze Bullshit. Und ich suche jemanden, für den ich arbeiten kann. Dann ist das Sherlock Holmes'sche Hirn in mir
gleich auf Hochtouren gelaufen und Deduktion D3. Okay, also was ist da passiert? Wir haben eine junge Dame, die arbeitet in einem Anstellungsverhältnis als Werkstudent, um dort in einer Firma für Webdienstleistungen Leistungen zu bringen, die der Dienstherr für sie dann weiterverkauft. Okay? Ein dem Arbeitsverhältnis inhärent innewohnende Eigenschaft ist, dass wenn sie Leistungen erbringt, sie Leistungen erbringen muss. Was ist aber das Problem, wenn sie die Leistung nicht erbringen kann, weil sie es nicht kann, aber gemocht wird und deswegen den Job gekriegt hat? Das war zum Glück zensiert. Naja, dann kommt das Bärenprinzip. Sie muss jemanden sich suchen, der ihr die Arbeit macht. Aber das finde ich sexistisch. Ja, nichts sexistische Scheiße. Da stehen die zwei Anzeigen. Der einen Anzeige steht drin, ich arbeite als Werkstudent, ich mache Softwareentwicklung, PHP, bla 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 bla. Und in der anderen Anzeige steht, ich brauche jemanden, der für mich PHP entwickelt. Warum? Ja, weil sie es nicht kann. So ganz einfach. Sie arbeitet als Arbeitnehmer in einem Unternehmen und beschäftigt auf eBay Kleinanzeigen externe Programmierer, damit sie ihre Arbeit auf der Arbeit machen kann. So, was ist jetzt aber auch die Folge, wenn du jemand anderen was machen lässt? Naja, der will in der Regel Geld haben. Der Inder ist ganz günstig, vielleicht hat sie schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht weißt du, dass es aufwendig ist, vielleicht hat sie es schon ein paar Mal probiert, vielleicht hat sie es für 20 Euro nicht gekriegt, vielleicht ist auch die Entfernung zum Blowjob zu groß, ich weiß nicht was. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie dann hingegangen und hat dann für 100 Euro ausgeschrieben. So, das ist aber das Problem, wenn du jetzt irgendwo arbeitest und bekommst nicht viel Geld als Werkstudent, musst aber Geld dafür zahlen, dass andere Leute deine Arbeit machen, dann brauchst du ja Geld. Und jetzt kommt die weibliche Arbeitslogik in Perfektion, in ihrer vollen Glanz, in ihrer Schönheit. Sie sucht sich eine Arbeit, in der sie sagt, dass sie arbeiten kann, zwar PHP-Softwareentwicklung. Schakusel. Also nochmal für die Langsamversteher nochmal zusammengefasst. Eine Frau, die angestellt ist, um PHP-Entwicklung zu machen, hat einen Job gekriegt, den sie wahrscheinlich gekriegt hat, weil sie gemocht wurde, aber nicht PHP entwickeln kann, muss, damit sie ihren Job machen kann, andere Leute PHP entwickeln lassen, damit sie ihren Job machen kann und damit sie ihren Job machen kann, indem sie andere Leute den Job machen lässt und diese dafür bezahlt, braucht sie noch einen Job, mit dem sie die Leute bezahlt, die ihren Job machen, und da bietet sie dann an PHP-Entwicklung, was sie nicht kann. Ehrlich, ich bewundere das in seiner vollen Schönheit, weil das ist weibliche Arbeitslogik. Gemocht werden, gut aussehen, gemocht werden vor allen Dingen, entweder durch gutes Aussehen oder was weiß ich, nichts können, andere Leute die Arbeit machen lassen, das Lob kassieren und dann anderen Leuten nochmal sagen, ich arbeite für dich und nichts können. Ach, ist das so herrlich. So, und das Wichtige ist, das zu verstehen. Und das war, ich habe es ja jetzt aufgedröselt, aber ich habe verstanden, wie weibliche Arbeitslogik funktioniert. Was mir jetzt nur noch fehlt, ist eine Muschi. Weil zwei Brüste habe ich schon, die Logik habe ich durchstiegen. Mir fehlt nur noch das letzte entscheidende Merkmal, angestellt zu werden. Eine Vagina. Wie gesagt, die Fähigkeiten brauche ich nicht. Ich brauche nur eine Vagina und das Verständnis, dass andere Leute mir die Arbeit machen. So, ich möchte... Ja, ich bin großartig, gell? Ja, ich sehe schon, die meisten Frauen unter euch denken sich jetzt da, wow, ist das ein geiler Typ. Der hat die richtigen Durchblick. Das ist ein Durchsteiger. Da wird jetzt bei mir gerade alles feucht. Ja, ich möchte zu meiner Ehrenrettung aber sagen, dass ich hier... weibliche Arbeitslogik sage und nicht Arbeitslogik von Frauen. Weibliche Arbeitslogik am Arbeitsplatz. Ganz wichtiger Titel für das Video. Warum? Warum, warum, warum? Es ist ja nicht so, dass nur Frauen weiblich sind. Genau genommen sind fast alle Männer weiblich. Unglaublich. Fucking unglaublich. Und die ziehen die gleiche Nummer. Nur die haben nicht verstanden, dass man für Leistungen bezahlen muss. Außer den wenigen, die verstanden haben, dass keiner ihren kleinen... zu viel gechattet. Ihren kleinen Gartenschlauch entwässert, ohne dass sie dafür bezahlen. Das müssen die erstmal eine Zeit lang müssen sie einfach keine Entwässerung bekommen haben
Und wenn dann klar ist, mein Gartenschlauch wird nie entwässert, ohne dass ich dafür zahle, dann zahlen sie. Und Frauen haben schon vorher verstanden, ich muss irgendwas zahlen oder eine Leistung bringen, damit irgendjemand mir die Arbeit macht. Üblicherweise ist die Leistung nicht pagatorisch, wie wir wissen, durch die, ich sage es mal mit den Worten von Caroline Kebekus, ich muss fickbar sein bis 70. Aber in dem Fall hat die Frau tatsächlich verstanden, meine Arbeit schafft mir nur jemand weg, der dafür zahlt. Und wie gesagt, Männer kommen an den Punkt sehr, sehr viel später, dass die verstehen, dass man für irgendwas zahlen muss. Aber viele, viele Männer sind halt einfach nur Frauen. Und das sagt jemand, der lang genug in der Gay-Sauna... So, also es geht um weibliche Arbeitslogik. Es geht nicht um die Arbeitslogik von Frauen, weil diese weibliche Logik ist vielen entmannten Männern nämlich auch inne. So, ich habe sie verstanden. Ich kann sie nur schlecht reproduzieren, weil mir eine Vagina fehlt. Das heißt, so erkenntnisreich und tief durchdrungen von Weisheit der heutige Tag auch für mich gewesen ist, die Weisheiten, die sich für mich ergaben durch die Lektüre von eBay Kleinanzeigen, so wenig sind die Ergebnisse der Deduktion aus den Denkvorgängen, die sich da für mich ergeben haben, anzuwenden in der echten Wirklichkeit. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Nur mögen und dann anderen Leuten was abschnorren, ist nicht mein Ding. Mein Ding ist, Dinge zu können, Dinge zu lernen, Dinge selbst zu machen, wenn ich dafür bezahlt werde. Insofern bin ich jetzt mal gerade wieder auf Zero zurück. Return to Sender, und ich weiß immer noch nicht, wie ich angestellt werden soll. Weil mir fehlt die Einstellung, ich lasse andere Leute meine Arbeit machen, für die ich bezahlt werde. Und mir fehlt die Einstellung, ich habe eine Muschi und deswegen bin ich wertvoll. Tja, was soll man sagen? Ein weiterer Tag ohne Ergebnis, ohne Geld verdienen, aber ich noch nicht ganz. Eines der nächsten Videos wird werden digitales Flaschensammeln im Internet. Bis zum nächsten Mal bei Patricks Vlog. Ich weiß, ich bin so ein Sexist. Macht aber Spaß. Tschüss.